willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal meine liebsten Favoriten und so die Basics, die man unbedingt für die Wintergarderobe braucht. Natürlich ist das Ganze immer sehr subjektiv, also was ich finde, was so die Must-Haves sind. Ich habe dieses Jahr versucht, so ein bisschen so eine Capsule Wardrobe zu bilden, also so, dass man auf jeden Fall alle Basics zusammen hat. Und deswegen dachte ich, teile ich das Ganze einfach mal auch in einem Video mit euch, weil ich habe auch ganz viele Videos geschaut, TikTok sowieso, die beste Inspiration dafür, einfach alles durchzusuchen. Auch meine Pinterest-Listen sind voll mit Ideen. Und ich dachte, ich fasse das für euch einfach mal ein bisschen zusammen und packe euch die Links auch in die Infobox. Relativ basic, und ich denke, was auch jeder so in seinem Kleiderschrank in irgendeiner Ausführung hat, sind Rollkragenpullover. Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch einen an, der so einen leichten Ansatz hat, aber nicht so wirklich, aber auch in so Basic-Farben. Hellgrau macht es hier mal gut, einen Braunton oder halt auch einen einfachen Schwarzton. Da sind momentan so welche, die man zu ganz guten Preisen kriegt, zum Beispiel bei H&M. C&A hat immer ganz gute Basics. Ich denke mal Zara auch, da war ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Und ansonsten glaube ich auch in jedem Laden der Umgebung, also bei uns hier im Dorf Taco habe ich jetzt auch schon welche gesehen. Also da kann man auf jeden Fall ganz gut und auch relativ günstig welche finden. Daran anschließend noch so ein Basic, was eigentlich jeder, denke ich mal, oder hoffe ich mal, schon in seinem Schrank hat, ist eine gute Jeans. Ich persönlich favorisiere so Lightwash Jeans, also hellblaue Jeanstöne. Aber das kann natürlich auch eine dunkelblaue Jeans sein. Ich finde, da sollte man am besten eine haben, die wirklich gut sitzt, wo man sagt, da fühle ich mich drin wohl, die kann ich immer anziehen und zu vielem kombinieren. Ich persönlich habe noch nicht so das hundertprozentige für mich gefunden, aber ich habe jetzt mal ein bisschen mehr investiert und habe mir eine gute von Levi's gekauft, und mit der bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Die ist mir ein bisschen zu hoch mit dem Bund, also wenn ihr irgendwie wisst, wo ich nochmal eine herkriege, die so ein bisschen niedrigeren Bund hat, so nur auf Bauchnabelhöhe oder so, wenn ihr wisst, was ich meine, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Aber ich werde euch auf jeden Fall meine und noch ähnliche in die Infobox verlinken. Natürlich auch noch günstigere Alternativen, weil dann so ein Levi's Jeans doch was teureres ist. Aber ich finde, gerade bei so Basic-Teilen wie einer Jeans, die man ja wirklich das komplette Jahr über anziehen kann, lohnt es sich dann ab und zu auch mal in was Besseres zu investieren. Ich bin jetzt aber nicht so der Jeansträger, vor allem nicht im Arbeitsalltag. Da ich ja so einen Bürojob, sage ich mal, mache, habe ich auch einfach sehr gern Stoffhosen an und deswegen auch ein bisschen Auswahl da und habe mich schon ein bisschen durchgetestet. Und was auf jeden Fall in so jedem Schrank sein sollte, finde ich, ist eine schwarze Anzughose, also so eine schwarze Stoffhose, die einfach lang ist und für mich am liebsten mit weitem Bein, aber wenn man jetzt bevorzugt, enge Hosen zu tragen, dann natürlich auch gerne mit engen Beinen. Generell gilt natürlich immer jeder so, wie er das haben will. Aber mein Favorit habe ich da zum Beispiel von Zara. Den habe ich über Vinted gekauft, deswegen langsam gibt die leider so ihren Geist auf und man sieht so total, dass sie so fisselig und grisselig wird. Also da muss ich mir nochmal eine neue zulegen, aber ich werde euch auf jeden Fall ähnliche verlinken. Welche ich aber auch richtig gut finde, sind die von Pull & Bear. Da habe ich sogar ein Modell in zwei Farben. Die besitze ich nämlich einmal in Grau und in Grün und die gibt es auch noch in jeglichen weiteren Farben. Ich habe euch auch da ein paar mal rausgesucht und packt die einfach mal unten in die Infobox, dann müsst ihr euch einfach mal umschauen. Es gibt ja auch zu jedem Figurtyp dann, wo was anderes besser passt. Vielleicht mag der eine mehr High-Rise oder mehr Low-Rise. Ich persönlich, generell alle Hosen, die ich habe, haben eher einen High-Rise bis hin zu einem Mid-Rise, aber auf jeden Fall höher. Low-Rise bin ich gar kein Fan von. Was außerdem dieses Jahr immer noch total im Trend ist und meiner Meinung nach deswegen auch wirklich in jeden Kleiderschrank gehört, sind Streifenpullover. Ich habe mittlerweile sogar, glaube ich, 3 Stück und ich trage alle 3 unfassbar gern und auch unfassbar häufig. Ich finde, das kommt auch so ein bisschen auf den Typen an, aber ich persönlich finde auch, dass Streifen mir sehr schmeicheln. Ich finde, mit diesen Pullovern ist das dann so ein gutes Zwischending zwischen, ach, die ist ja ganz süß und trotzdem seriös, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man auch auf Pinterest oder Instagram scrollt, hat ja gefühlt jeder so einen Streifenpullover. Entweder in schwarz mit weißen Streifen oder auch in weiß mit schwarzen Streifen. Da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen austoben. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so kalt ist dieses Jahr oder auch bei euch, aber was für mich auch unbedingt ein Must-Have ist dieses Jahr, sind so Oberteile, die man gut drunter ziehen kann. Vielleicht habt ihr die TikTok-Trendwelle mitbekommen mit diesen Skims-Dupes von H&M. Ich habe mir davon auch eins gekauft und ich mag es auch echt gern. Ich muss sagen, das Braune und das Schwarze, die fand ich gut. Ein Schwarzes hatte ich nur schon, aber dieses Weiße war halt wirklich unfassbar durchsichtig. Also, wenn ihr noch Tipps für mich habt, wo ich ein gutes weißes Langarm-Shirt herkriege, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, weil ich habe bisher noch kein gutes gefunden, sonst hätte ich das hier auf jeden Fall auch gezeigt. Aber weiter im Thema kalt und nicht nur drunter ziehen, sondern auch drüber ziehen, sind diese Schals. Ich glaube, jeder kennt auch diese Instagram-Bilder, wo die Leute so halb eingewickelt sind in diese Schals, die so wirklich
bunt sind. Ich habe meinen jetzt bei Primark gekauft, deswegen, ich habe noch nicht gefunden, dass ich euch den irgendwie verlinken kann, aber ich werde auf jeden Fall mal Alternativen raussuchen und verlinken. Die Sachen sind meistens nicht so teuer, aber diese dicken Schals, auch in diesem filzigen Stoff, sage ich mal, halten einfach so unfassbar warm und man kann die auch so hochziehen, dass sie so ein bisschen über die Ohren gehen, wenn es euch geht wie mir, dass man nicht so gern Mützen trägt, dann ist das echt ganz praktisch. Weiter so ein bisschen im Outdoor-Bereich, sage ich mal, sind Stiefel und da gibt es zwei verschiedene Lager, sage ich mal. Dieses Jahr waren wie im letzten Jahr auch diese Chelsea Boots, heißen sie glaube ich sehr innen, also einfach schwarz und ein bisschen globig, die auch gerne bis hoch auf die, wie sagt man, über die Knie, also im Overknee-Look, finde ich cool. Habe ich jetzt noch nicht, weiß ich auch nicht, ob ich es mir zulege, weil ich einfach sehr, sehr selten Röcke und Kleider anziehe. Und ich finde, so Overknees haben ja irgendwie dann nur ihren Sinn und Zweck erfüllt, wenn man auch sieht, dass sie so hochgehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da ich nur White-Leg-Hosen trage, hat es auch keinen Sinn, das halt mit einer Hose zu kombinieren. Und deswegen habe ich meine einfachen schwarzen in so einer mittleren Höhe, sage ich mal. Aber dann ist ja auch noch der Trend dieses Jahr wieder aufgekommen mit den UGG-Boots. Gerade diese Ultra-Mini oder so, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, sieht man ja wirklich überall bei Pinterest und TikTok. Und ich persönlich muss sagen, ich weiß noch nicht, wie sie mir gefallen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man, bevor man sich UGG-Boots kauft, doch man lesen sollte, wie die produziert werden. Und ich weiß, es gibt auch tausend andere Klamotten mit Tierfällen und sowas. Sollte man generell hinterfragen. Aber bevor man so viel Geld für diese Schuhe ausgibt, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man nicht doch einfach eine günstigere Alternative kaufen kann. Und deswegen sind wir eigentlich auch hier. Deswegen werde ich euch einfach mal ein paar günstigere Alternativen verlinken. Und vielleicht bestelle ich mir da auch noch welche. Mal gucken. Ich finde die eigentlich ganz süß, dann eben zu einer Hose, wenn die so lang ist. Und dann guckt nur dieses Braun da unten raus. Also ich finde sie in dem Hellbraun am schönsten und ich habe sie auch in hellbraun am meisten gesehen, aber das ist natürlich jedem selber überlassen, in welcher Farbe er sie trägt. Um nochmal den Büro-Look komplett zu machen zu den Stoffhosen, finde ich auch, dass ein guter Blazer einfach in jeden Kleiderschrank gehört. Den kann man sowohl jetzt bei mir an der Arbeit als auch mal in der Schule oder in der Berufsschule, wenn man eine Ausbildung macht, anziehen. Aber genauso gut auch, wenn man abends mal weggeht oder jetzt, wenn die Feiertage kommen, da macht sich das einfach gut, wenn man so bei der Familie ein bisschen ordentlich aussieht. Denn ich finde, so ein Blazer macht einen immer so ein bisschen seriöser und man sieht immer so aus, als hätte man sein Leben voll im Griff. Und deswegen habe ich mir jetzt auch endlich so einen ordentlichen schwarzen Blazer gekauft. Ich habe schon am liebsten getragen einen grauen, den habe ich zum 19. Geburtstag bekommen und ich habe auch noch so einen blauen für die Arbeit. Ich habe da jetzt natürlich den Vorteil, dass ich die auch wirklich regelmäßig tragen kann, aber so ein einfacher schwarzer, der lohnt sich wirklich in jedem Kleiderschrank. Und auch den findet man wirklich gut bei Vinted. Da habe ich auch noch einige Favoriten drin. Die poste ich jetzt mal nicht in die Infobox, weil das bringt euch ja nichts. Wenn einer dann drauf geklickt hat und es gekauft hat, ist es ja weg. Aber da kann ich euch echt nur empfehlen, da mal zu schauen, weil da gibt es auch viele Muttis, die dann loswerden wollen aus ihrem Arbeitsalltag. Und da kann man da einfach richtig gute Schnapper machen. Was ich außerdem noch wirklich wichtig finde, ist ein guter Hoodie im Schrank. Entweder einfach so ein Hoodie, egal ob mit Bändel oder ohne Bändel, der halt durchgehend ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ein Hoodie oder eben auch so ein Zipper-Hoodie. Da finde ich tatsächlich die teureren von Brandy Melville am besten, weil da merkt man einfach, die sind schwerer, die haben eine viel bessere Qualität, die sitzen besser. Ich habe da mittlerweile sogar zwei von, aber ich habe auch meinen ersten damals bei Vinted gekauft und da hat der mich irgendwie 20 Euro oder so gekostet und neu kostet die ja, glaube ich, sogar 40 oder so. Kann ich euch gerade gar nicht genau sagen, aber da verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal welche in der Infobox, weil ich finde, es lohnt sich einfach generell dann ein bisschen in so diese Basic-Teile zu investieren. Die graue Jacke, die schwarze Hose und wenn man sowas dann nochmal in bunt kauft oder so, kann man ja vielleicht überlegen, ob man das dann nicht günstiger kauft oder eben versucht, über Vinted günstiger zu bekommen. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen, vielleicht ein bisschen inspiriert. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr weiße Oberteile kennt, die nicht durchsichtig sind. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und tschüss!